Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Dirk. In unserem Projekt geht es um ein freies Bildungsangebot mit Freilernmaterialien zum Thema Bienen und Imkerei. Das ist eines der Hobbys, wo man sehr viel in der Natur tätig ist und auch die Natur täglich beobachtet, die Entwicklung beobachtet, weil es ganz einfach für sein Hobby notwendig ist. Und damit entwickelt man eine große Sensibilisierung für alles, was mit Umwelt zu tun hat. Was unterstützt du aber in diesem Projekt? Du unterstützt Schüler, Lehrer und Eltern mit freien Lernmaterialien zum Thema Bienenimkerei und damit auch Insekten- und Naturschutz. Du unterstützt alle Interessierte, die sich zu diesen Themengebieten, inklusive zum Beispiel Blühflächen, auch in Stadt und Land interessieren, mit freien Materialien, mit freiem Wissen, freier Bildung dazu. Du unterstützt natürlich auch Landwirte und Bäuerinnen mit freien Informationen zu sowas wie Blühflächen, zu Bienen, zur Zusammenarbeit mit Imkern oder auch für bienengerechte Landwirtschaft. Einer der wichtigsten Punkte ist natürlich auch, dass du die Erstimkerausbildung von Jungimkern, von Interessierten unterstützt, eben mit dem gesamten freien Materialien, mit den Kursen, Informationen und nicht zuletzt auch alle Bestandsimker dabei, sich kontinuierlich zum Bienenjahr, zu dem Zeitpunkt, wo sie die Tätigkeiten wirklich an den Völkern ausführen müssen, weiterzubilden. Zu mir selbst vielleicht, ich habe seit 2014 meine allerersten Bienenvölker. Bin inzwischen stellvertretender Vorsitzender vom Chemnitzer Imkerverein 1874 e.V. und innovative Bildungsformen, der intelligente Umgang mit Wissen, der sperrige Begriff dazu ist Wissensmanagement, sind eben seit Mitte der 90er Jahre der Fokus von meiner beruflichen Tätigkeit. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum für mich immer Bildung und Wissen das Fundament sind für jede nachhaltige Entwicklung. Wobei ich das Wissen natürlich in so Säulen sehe. Zum einen ist das Wissen, warum, wieso und weshalb. Das ist die Theorie, die ich wunderbar online vermitteln kann, auch in diesem Kurs. Das zweite ist der Bereich, das Wissen wie. Man kann sich das am besten vorstellen als Erklärvideos. Die kann man, da kriegt man gezeigt, wie was gemacht wird. Man kann das nachahmen, nachmachen und dazu das Tun vorbereiten. Und die dritte, das ist vielleicht die wichtigste Säule, das ist das Machen und das Tun, die Überführung wirklich in die Praxis von dem, was ich gelernt habe, das, was ich weiß, was ich kann. Und das kann ich natürlich nicht mehr online machen, das geht nur von Mensch zu Mensch nebeneinander, indem er was zeigt, die Sachen ausprobiert, die tut, etwas nachmacht und nach verinnerlicht und dann eine gewisse Routine in den Tätigkeiten erreicht. Was wir in dem Projekt allerdings tun können, ist das Wissen zu Bienen und Imkerei aus ca. 5000 Jahren auf den heutigen aktuellen Stand und Punkt zu bringen und diesen zu vermitteln. Und dabei ist uns besonders wichtig, dass wir das Wissen vieler einfließen lassen. Der Modebegriff ist die Kraut und nicht nur das von wenigen Einzelnen. Und die zweite Säule dabei ist es, dass alles das, was es Tolles, Freies im Internet dazu bereits gibt, dass wir das einbinden und nicht nochmal neu entwickeln. Das wäre ja Blödsinn. Nur ihr seid wirklich in der Lage, diese Sachen dann in die Natur, also in die Praxis zu bringen, als Realität werden zu lassen. Und egal, ob du nun jetzt wirklich tatsächlich in der Praxis tätig sein willst, wirst oder schon bist, oder ich sag mal nur dieses BIMUG-Projekt finanziell unterstützt, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass ihr hier zugehört habt, dass ihr euch für die Themen Bienen und Imkerei interessiert. Und wer sich genauer informieren möchte dazu, der findet die URL unter bienen.open-academy.com. Und jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuhören, für die Zeit, die ihr euch genommen habt und einen schönen Tag. Vielen Dank.